Tribalismus beschreibt das Gefühl, sich einem Stamm zugehörig zu fühlen und sich auf die Interessen des eigenen Stammes zu fokussieren. Worte wie Tribalismus und Stamm sind jedoch negativ konnotiert. Deswegen wird heutzutage von Ethnizität gesprochen. Das Wort Tribalismus wird aber noch verwendet, um eine extreme Form von Ethnizität auszudrücken. Der Philosoph Daniel Quinn hat außerdem den neuen Tribalismus begründet. Er bezeichnet damit eine tolerante, egalitäre und kooperative kleine Gruppe von Menschen, die sich durch ihre geringe Größe vom Kommunismus unterscheidet. Heute wird das Stammesgefühl außerdem für das Marketing von Unternehmen genutzt, die ein Wir-Gefühl und in der Folge eine stärkere Verbundenheit zur Marke erzeugen wollen.